Jo Freunde, Xenos hier und damit herzlich willkommen zum angekündigten Projekt Pokémon Smaragd Randomizer Shane Monolog, Freunde. Und eigentlich sollte Xerox die Anmoderation machen, aber irgendwie hat er keinen Bock und er möchte nicht auf meiner Schulter sitzen bleiben, denn Freunde, schaut mal, er fällt die ganze Zeit runter. Also du setzt dich hier hin, ja? Was meinst du, schaffen wir diese Lok? Er sagt nein. Er sagt nein. Und ja, Freunde, wie gesagt, hier geht's erstmal weiter. Interne Batterie ist verbraucht, Spiel kann nicht fortgesetzt werden. Egal, wir können intern speichern, also wir können Safe Set machen. Das heißt, wir können per Emulator speichern. Und deswegen ist das nicht halb so wild. Also wie gesagt, Freunde, willkommen zum ersten Part. Und ich hoffe, jeder von euch hat die Ankündigung gesehen. Also das Ankündigungsvideo, was ich am Montag hochgeladen habe, ja. Denn dort habe ich die ganzen Regeln erklärt und wann die Parts online kommen. Denn dann wusstet ihr, also wenn ihr es geguckt habt, wusstet ihr, dass es heute am Donnerstag um 17.30 Uhr online kommt, der Part. Und ich hoffe, ihr seid gehypt, so sehr wie ich. Und von vornherein, Freunde, möchte ich jetzt schon mal wissen, wie aktiv meine Community ist. Deswegen sprengt den Leitband. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir über 30 Daumen nach oben schaffen. Das habt ihr damals bei der Hardgold Monolog auch geschafft. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es auch schafft heute und ja, heute, wie gesagt, seid ihr gefragt, denn dieser Part wird bis zu den Startern gehen, denn ich weiß nicht, welche Starter wir bekommen. Der gute Bartel hat mir hier, wie ich schon am Montag gesagt habe, die Grafiken gemacht und hat mir auch das Programm gerandomized, die Smaragd-Edition, und ich weiß nicht, welche Pokémon ich bekomme. Er aber, Freunde, ja. Ich bin so ein bisschen gespannt, denn ich hoffe auf Doppeltypen, ja. Warte mal, ich muss hier erstmal... Bin ich Zelos? Ja, ich bin Zelos. Bartel wollte eigentlich, ich verrate es euch jetzt, ja. Bartel wollte eigentlich, dass ich mich ApoRed nenne, ja, aber nein. Nein, er meinte ja, er hat auch so eine hübsche Nase wie ich. So, weiter geht's. Wie gesagt, dieser Part wird, wie gesagt, ein Choose My Starter Part. Das heißt, wir gehen bis zu den Startern. Wir schauen, welche Starter wir bekommen. Und dann seid ihr gefragt, Freunde, denn dann wird der Part schon zu Ende sein. Ich denke mal, er wird nicht mehr als 10 Minuten gehen. Und dann werdet ihr in die Videobeschreibung gehen. Dort ist ein Strawpoll, den ihr öffnen könnt. Und jeder hat eine Stimme von euch, dass ihr wählen könnt, welchen Starter ich bekomme. Und ich bin einfach mega gespannt, was Bartel für uns ausgesucht hat. Und ich bin einfach komplett auf das ganze Projekt gespannt, Freunde. Schaffen wir es oder schaffen wir nicht? Die Regeln habe ich ja am Montag schon erklärt. Für die es immer noch nicht wissen, schaut in die Videobeschreibung. Dort sind die Regeln nochmal alle aufgeschrieben. Also die normalen Nuzlocke-Regeln und die Shane-Monolog-Regeln, die dazukommen. Ja, das sind halt spezifische Regeln. Ist halt so ähnlich aufgebaut wie der Monolog. Das heißt, wenn wir irgendeinen Typen bekommen, wir jetzt am Anfang. Also irgendein Pokémon ist gerandomized von der ersten bis zur dritten Generation. Und egal welchen Typen wir haben, mit diesen Typen geht es dann los. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir an, ein Zapdos bekommen, ja, als erstes Pokémon, haben wir direkt ein Elektro-Flug-Pokémon. Das heißt, im ersten Gras werden wir 5 Versuche haben, Freunde, ein Elektro- oder Flug-Pokémon zu finden und dann zu fangen, ja. Denn ich habe mir diese Lok wieder sehr schwierig gemacht selber. Ihr habt es ja am Montag schon gehört oder gerade eben. Ich habe nur 5 Versuche pro Route. Und ich darf nur ein Heil-Item im Kampf einsetzen. Ja, ich muss hier erstmal die Uhr einstellen. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich die Analoge oder Dialoge, wie auch immer, skippe. Denn die sind einfach uninteressant. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben jetzt 22.06 Uhr, Freunde. Warte, wir sind gerade bei PM, ne? AM. Ich möchte aber zu PM. Da, perfekt. Warte, 22.06 Uhr, das heißt, warte mal. Hier sind wir 15, 16, 17, 18, 19. Das ist 21 Uhr, ja. Ich darf ich hier nicht, obwohl die Uhr sowieso unnötig ist. So, jetzt 22.06 Uhr. So, ja. Das ist, glaube ich, 22.06 Uhr. Wenn nicht, darf meine Mama mich aussetzen. So.
Gut, ist alles wunderbar aufgeräumt, auch im Erdgeschoss ist alles komplett. Hä? Möchte ich nicht vorlesen, ja? Möchte ich einfach nicht, weil es ist einfach so unwichtig. Jeder von euch hat Smaragd gespielt, jeder von euch findet einfach diese Dialoge sind einfach nicht wichtig, ja? Hier wird nochmal mein Vater gezeigt im Fernsehen, der im Blütenburgwald, gegen den wir auch bald ran müssen, Freunde, ja? Ich bin einfach gespannt, ich bin schon die ganze Zeit gehypt, ja? Wie lange habe ich schon das, ich glaube schon seit ein paar Wochen, aber nie kam ich dazu, das Projekt zu spielen, weil die Grafiken halt etwas länger gedauert haben. Dafür sehen sie halt aber umso besser aus, Freunde. Würde mich auch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr die Grafiken findet. Und schreibt mir in die Kommentare die Frage des Tages, denn die seht ihr wahrscheinlich unter mir eingeblendet, ja? Ganz unten und, ja, dort könnt ihr, wie gesagt, die Frage des Tages beantworten, nach welchen Pokémon ihr benannt werden wollt. Aber schreibt mir am besten hin, nach welchen Typen ihr benannt werden wollt. Und dann halt werden wir gleich, hoffe ich, es gibt jetzt nicht nach vorne zu den Starter, denn wir sind ja gleich da. Ich möchte, beziehungsweise möchtet ihr bestimmt mit mir eine Live-Reaktion, ja, sehen zu den Startern. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt bis zum Ende dran bleibt und nicht direkt nach vorne es gibt. So. Und dann hat jeder, wie gesagt, jeder von euch eine Stimme, den Starter zu bestimmen. So, Michael, tschüss. Ich möchte zu den Starter, aber ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf Doppeltypen. Buddle, sei kein Flair, sei kein 31er und gib mir mindestens ein Pokémon oder zwei Pokémon mit einem Doppeltypen. Ja, ey. Sei kein 31er, ja. Sei einfach kein 31er. So, Hilfe. Ich verstehe. Versteht ihr, warum? Shirox, guck mal. Warum rennt ihr vom Zickzack weg? Einmal Bullet Punch oder Schicksal. Oh. Ich wollte ihn natürlich nicht in die Ecke schmeißen. Sanft hinten. Jetzt guckt er schon sauer. Jetzt so, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm, Freunde, wir schauen uns hier zum einen. Okay, 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 okay. Es ist ein Puncher, ja? Es ist ein Nocturne, Freunde. Was wir bekommen können, das hat leider nur einen Typ. Einen einzigen Typ hat dieses Nocturne. Den Kampftypen. Aber ich denke mal, obwohl Kampftypen. Oh. Ja, bei Kampftypen, die sind halt nicht so häufig im Spiel drin, aber ich hoffe mal, dass wir einen Kampftypen bald bekommen, denn vielleicht auch schon im ersten Gras. Hoffe ich einfach mal. Nocturne ist ein starkes Pokémon von Anfang. Rechts oder links? Ich gehe nach links. Danke, Bartel. Freunde, ein fucking Arctos mit dem Eis und dem Flugtypen. Ja, wenn wir das Arctos bekommen, Freunde, was irre cool wäre, könnten wir am ersten Gras ein Eis- oder Flugtypen bekommen, ja, nach 5 Versuchen. Wenn uns dann ein Eis- oder Flugtyp begegnet, können wir den fangen und dann haben wir schon ein neues Pokémon im Team. So, jetzt kommt das letzte Pokémon. Ich wusste, Bartel trollt mich. Ich wusste es, es ist ein Pantheon. Shirox, was sagst du? Guck mal, es ist einfach ein Pantheon. Shirox, fass dich an den Kopf, oh mein Gott. Ja. Nein, Paddy ist cool, Freunde. Es kann sogar Irrschlag, ja. Das heißt, ich habe, glaube ich, 30 oder 50% Chance, die Gegner zu verwirren. Ich glaube, in der dritten Gen, es ist ja ein Pokémon von der dritten Gen, und Paddy müsste irgendwann Irrschlag erlernen. Also, Paddy ist gar nicht so bad, ja. Also, da hat sich Bartel auf jeden Fall coole Pokémon einfallen lassen. Ein Nocturne, Freunde. Wenn wir Nocturne bekommen, wird der Rivalen Paddy haben. Wenn wir Arctos bekommen, das ist das Wasser. Das ist Pflanzen-Pokémon. Das heißt, wird der Rivale Nocturne bekommen. Das wird interessant. Wenn wir ein Pandir nehmen, ja, ein Wasser-Pokémon, wird der Rivale ein Arctos haben. Also ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Also Pandir das schlechteste, Arctos das beste Pokémon. Also mit Arctos wird die Lok am leichtesten und mit Pandir die Lok am schwersten und mit Nocturne so mittelmäßig. Also ich würde mich über Nocturne am meisten freuen, aber auch über Arctos. Aber ich würde auch Pandir nehmen, Freunde. Ich würde auch Pandir nehmen. Paddy hat Style. Ich finde, Paddy hat einfach Style. Deswegen, stimmt ab, Freunde. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort ist ein Storper. Wie gesagt, jeder hat eine Stimme. Stimmt ab für euren Starter. Ihr habt Zeit bis, ich würde sagen, den ganzen Samstag. Also heute, Freitag und den ganzen Samstag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Also 3 Tagen, denke ich mal, genügt. Und ich denke mal, dass ich am Sonntag dann den Part für Montag aufnehmen werde. Und ja, ich bin gespannt, Freunde. Dann erwartet uns am Montag halt direkt schon der Rivalenkampf, ja. Es ist ja so, dass der Rivale dann ganz oben auf der Route wartet und dann müssen wir schon besiegen. Also ich, oh, habe ich, Spiel. Ah, ich habe ihn, oh, shit, egal, Freunde, ich habe gerade Pandir schon ausgewählt, ist egal. Wie gesagt, ich kann ja die Datei neu laden, ist ja gar kein Problem, wir sind gerade am Anfang. Also das heißt, stimmt für Pandir, stimmt für Arctos. Stimmt für Nocturne. Nocturne würde ich am coolsten finden. Arctos wäre nicht schlecht. Paddy wäre aber auch nicht schlecht, Freunde. Ich würde auch Paddy feiern. Deswegen
Eure Stimme ist gezählt, ich bin damit raus, haut rein und ciao.